anderen Städte. Guten Tag. Voll von Kindern und der Freude am Lernen. Sprichst du Latein? Magister Bata sagt, ich darf erst spielen, wenn ich sagen kann, ich esse keine Äpfel im Unterricht. Ego homo? Werde ich einen edlen Tarn heiraten, wenn ich fleißig lerne? Bestimmt. Was ist 5 plus 2 plus 6 plus 4 Brombeerkuchen? Stundenlanges Backen. Schlauer Junge. Ich will nie wieder zurück in die stinkende Kloake. Und wenn ich dafür den ganzen Tag Magister Bata zuhören muss. Ich kann auch kein Latein. Ich auch nicht. Nie gelernt. Du, die Heldin von Winchester. Ich hatte dich größer in Erinnerung. Danke. Ich weiß, dass ich klein bin. Mein armer Kopf. Er ist voll mit Dingen, die ich nie brauche. Wie Pythagoras und gute Manieren. Kann Latein, echt? Mit der richtigen App sogar fließend. Latein? Ich will lieber Geschichten von grausamen Bestien und mutigen Abenteurern erzählen. Weiche Bestie! Bist du schon tot? Ich mal deine Knochen und back daraus Brot. Das reimt sich sogar, der ist gut. Ich kenne dich. Du hast uns vor Hilda gerettet. Mhm. Du kannst so gut kämpfen. Danke. Ja, mag sein. Ich habe viele Schlachten geschlagen. Mein Vater war auch ein Krieger. Er hat sich immer nur darüber beschwert, dass ihm einer einen Pfeil ins Knie geschossen hat. Hallo, Skyrim. Eine blutige Geschichte. Zerdik und Zynrik töteten einen britischen König namens Nathan Leod und mit ihm 5000 Männer. Nach ihm wurde das Land Nathan Leaga benannt, bis nach Cherford. Dann übernahmen sie die Herrschaft über die Westsachsen und seit diesem Tage im Jahre 519 unserer Zeitrechnung regieren die Kinder der westsächsischen Könige. Sei gegrüßt, Wigbert. Ah, du bist's. Bitte sei nicht böse. Sie hat mich dazu gezwungen. Die Feder? Nein, die war nicht halb so bösartig wie Elvin. Was ist mit deiner Schwester? Ist sie noch hier? Nein, sie ist weg. Sie wollte, dass ich mitkomme, aber ich will etwas Besseres werden. Glaubst du, das schaffe ich? Ich glaube, du kannst sein, was immer du sein willst. Du kannst nicht besser werden, als du bist. Hast du Freude am Lernen? Das Zeug weicht meiner Gabel aus. Das Obst hat Skills. Ich glaube, du kannst sein, was immer du sein willst. Sieh mich an. Ich lerne jeden Tag etwas dazu. Heißt das, dass ich nie aufhören kann zu lernen? Ich werde lernen und lernen, bis Gott mir einen Engel schickt, der mich in den Himmel holt? Nein, so habe ich das nicht. Also gut, Wigbert. Geh weiter zur Schule und hör auf Magister Bata. Das war schön. Offenbar habe ich hier mehr Gutes getan als Schaden angerichtet. Geschwollener Text. Der letzte heidnische Unterdrücker verließ Britannien im Jahre 407 des Herrn. Damals herrschte Gesetzlosigkeit. Die Stämme kämpften um Land und Reichtum und unsere schöne Stadt wurde verlassen. Irgendwann zerfiel sie zu Trümmern. Es ist herrlich, den Geist der Jugend zu formen. Okay. Eine langweilige Lektion. Im 70. Jahr der Menschenwerdung des Herrn erbauten die römischen Invasoren eine Siedlung an genau der Stelle, an der du jetzt stehst. Diesen Brief kennen wir schon. Sie nannten sie Venta Belgarum, nach einem ansässigen Barbarenstamm, den Belgern. Die Siedlung wuchs schon bald zu einem Zentrum der Industrie, Bildung und Kultur heran. Damals waren es gottlose Heiden, aber das Licht unseres Herrn verwandelte sie mit der Zeit.
Ich hab mich selbst gelangweilt. Ja, ich glaube nicht, dass das die Lernstube ist. Schreibstube. Was rum? Sieht aber aus wie eine Schreibstube, also. Ach, hier waren wir schon mal. Guten Tag. Hier braucht man nicht mal einen Schlüssel. Warum kann ich schon wieder mit dem Jungen reden? Hey! Junge! Psst, ich lese. Brava, Junge. Ja, also in der Lernstätte scheint die Schreibstube auch nicht zu sein. Was liest der? Keine Ahnung. Das, was ich wahrscheinlich gerade vorgelesen habe. Na, ich glaube nicht, aber gucken kostet nichts. Warte mal, den Ort kennen wir doch. Guten Tag. In England keine Guckgebühr? Nein. Sowas gibt's nicht. Oh, hi! Was machen Sie denn hier? Habe ich Ihnen das erlaubt? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Das war's. Oh, guck mal, hier geht's lang. Hey. Auch. Da. Okay, vielleicht waren wir hier doch. La la la, hat nichts gesagt. Tschüss. So, wo könnte die Schreibstube denn noch sein? Unter dem Ziel des Bischofs? Das Gefühl, die wollen mich da nicht dran haben. Es ist okay. Einigermaßen. Was denn? Ich bin voll unauffällig. Das macht doch jeder so. Über Dächer irgendwo reinklettern. Weg da.
Tag. Darf ich aber durch, danke. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, ich muss hier mal durch, danke. Ganz, ganz wichtig. Ja, 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 ja. Nein. Yep, danke. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aua. Ich war im Gebüsch, du hast mich nicht gesehen. Ich glaube, der ist tot. Ja, du stehst im Weg. Danke. Und die Schreibstube. Sie wurde wohl verriegelt. Das ist eine verriegelte Tür. Okay. Ja, aber keine mit einem Schloss. Tja. Gut, dann, Kirche des heiligen Petrus? Abkürzung. Nicht, ich kürze ab. Na, reisen geht ja wieder. Ja! Wo springe ich jetzt hin? Ich bin noch so satt, aber ich will was Süßes. Boah, das kenne ich. Ach, das kenne ich. Guten Tag. Ich bin satt und habe nichts Süßes. Oh. Gar nichts? Lateinisches Kirchenlied. Agnus Dei quid holis. Picata mundi miserere nobis dona nobis facem. Ich nehme übrigens auch gerne Hinweise entgegen, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hinweise müsste ich bei Google suchen. Ja? Nein. Na toll.
Eine Zugtür. Vielleicht in Münster? Ganz da! Schwöre! Was? Da oben ist was Blaues. Da muss ich bestimmt hin. Lass mich rein. Okay. So, wo war das? Ben? Da, danke. Okay, muss hier mal hin. Ja, nee, ich muss mal außen rum. Außen rum geht nicht, ja, dann. Si faciam winforfelium et ambulato per yoga. Nantum canibus ad olibitque felini mendacium et humilis. Sie machen das super da unten, also. Schaut, okay. Ja, ich hab's, glaube ich. Das ist sie. Ha! Alfreds Schreibstube. Welche Geheimnisse er hier wohl versteckt. Brief von Godwin. König Alfred, deine Spione Mercia berichten von einer merkwürdigen Entwicklung. Eine Fraktion von denen hat sich kürzlich den Brüdern Iva und Oba bei einem entscheidenden Angriff auf Tamevioch angeschlossen, nach welchem sie König Burgred absetzten und den närrischen Tarn Cheolwulf auf den Thron hoben. Als sie diese Gruppe bis zu ihrer Siedlung verfolgten, entdeckten eure Männer die Anwesenheit eines Verborgenen unter den Heiden, einen Mann namens Heiterm. Er scheint gut angeschrieben zu sein bei den Häuptlingen dieses Clans, Sigurd Styrbjörnsson und Eivor Varinsdottir. Bisher ist sein Antrieb unklar, aber vielleicht können wir ihn für unsere Zwecke einsetzen. Unser armer Mitstreiter Christi hat die Würdenträger in den wichtigsten Städten Englands bereits informiert. Vielleicht könnte ein wohlplatzierter Brief an Heiterm und seine Gefährten unsere Pläne wesentlich befeuern. Dein treuer Diener, Greve Godwin. Wie gut, dass du nachgesehen hast, der Jori. Ja, ne? Entschuldigung.
Elfrieds Anmerkungen. Ich erwachte heute Morgen und dachte an Elwins letzten Brief an Karl den Großen. Er schrieb in Angst, dass der Orden bereits alle außer seinem Meister korrumpiert hätte. Dann war er eine Woche später tot. Wusste Karl der Große davon? Hatte der Orden auch ihn korrumpiert? Ordnete er den Tod des heiligen Mannes gar selbst an? Oder hat der große Kaiser den Brief gar nie gelesen? Vor langer Zeit fragte ich meinen Vater, wie dieses außergewöhnliche Dokument in seinen Besitz kam. Er konnte die Frage nicht beantworten. Wie heute fürchtete ich auch damals das Schlimmste. Nach außen war Karl der Große ein frommer Verteidiger der Botschaft Jesu Christi. Es scheint unvorstellbar, dass er dem Ruf dieses korrupten Ordens erlag. Aber der Orden ist sehr gut darin, seine Motive zu verstecken. Er lässt sich herab, das Wort Gottes und das Heilige Buch als Fassade für seine lästerlichen Ziele zu benutzen. Der Anschein von Frömmigkeit ist leider sehr leicht herzustellen. Halte auf den Stufen einer Kirche eine Bibel gen Himmel und heuchle göttliche Inspiration. Gegen solche Schergen muss ich wachsam sein. Der Orden der Ältesten will eine Hierarchie, die dem Geist Gottes völlig widerspricht. Männer und Frauen werden als minderwertig und verdorben angesehen, entstanden aus bösen Absichten, und doch verehren sie solche, die sie für ihre Schöpfer halten. So wie ein Hammer den Nagel liebt, können auch sie nichts außerhalb ihres eigenen okkultistischen Systems wahrnehmen. Sie liegen ja nicht falsch, wenn sie glauben, dass es Ordnung in der Welt geben muss, damit sich der Frieden entwickelt. Aber bei der Quelle dieser Ordnung irren sie sich. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes erschaffen. Gott ist die Quelle der Ordnung im Universum. Daher darf sich der Mensch nur an Gott wenden, um Führung zu erhalten. Ironischerweise bin ich dankbar für die Dänen und ihre Invasion in Nordhümbre. Mein Titel hätte an Ella gehen sollen. Da er tot war, fiel er an meinen Bruder und dann an mich. Gottes unwahrscheinliches Geschenk. Ich werde es einsetzen, um zu zerstören, was ich so an diesem kranken Orden verabscheue, um von vorne anzufangen. Godwin steht an meiner Seite, so auch andere Männer vom Kontinent. Ich werde schon bald weitere finden. Oft preist der Orden seine heidnischen Schöpfer. Sie nennen diese den Vater des Verstehens, die Mutter der Weisheit, die heilige Stimme. Das sind ekelhafte Gotteslästerungen. Es gibt nur einen Vater des Verstehens. Er ist der Herr im Himmel. Er ist Fleisch gewordene Ordnung. Und daher möge der Vater des Verstehens dies und nur dies sein, die unsichtbare Hand, die Musik auf den Saiten des Universums spielt, nichts weiter. Alle sonstigen heidnischen Lästerungen mögen zu Staub zerfallen. Fürderhin beabsichtige ich unser Los zu verbessern, indem ich den durchschnittlichen Mann mit der Ordnung des Universums harmonisiere. Ich führe ihn über eine ruhige Straße zu sicheren und nüchternen Gedanken, um seinen Geist zu beruhigen und sein leidenschaftliches Herz zu kühlen. Sei er gottesfürchtig oder gottlos, diese neue Ordnung wird alle umfassen und danach streben, den Mensch zu verbessern, indem seine Bedürfnisse mit den Schwellen und Abebben der Natur selbst gleichgerichtet werden. Dies ist meine Hoffnung, dies ist mein Schwur. Amen.